Hallo zusammen, heute schauen wir uns die PayPal-Aktie wieder an. Wir werden das abgeschlossene Geschäftsjahr anschauen und die Q1-24er Daten. Mal sehen, wo der faire Wert liegt aktuell mit den Q1-24er Daten und im Chart werden wir auch sehen, wie es aktuell aussieht. Viel Spaß mit dem Video. Die PayPal Holding Incorporation ist im Finance-Sektor tätig. Hier seht ihr aktuell den Google Finance-Ticker, den könnt ihr in Google Search gerne eingeben. Dann seht ihr auch den aktuellen Kurs. Und bei eurem Broker, wenn er es unterstützt, könnt ihr dieses Ticker-Symbol eingeben, dann bekommt ihr die PayPal-Aktie ausgeworfen. Hier sehen wir aktuell die Umsatzseite, Income Statement, Bargeldbestand, Freier Cashflow. Wir sehen, dass der Umsatz vom Jahr 2019 bis Q1-24 die letzten vier Quartale zusammen addiert, eine Steigerung hatte von 72% und wir liegen auch nun am höchsten Wert aktuell vom Umsatz. Bruttomarge haben wir auch den höchsten Wert, Zuwachs von 50%. Betriebsergebnismäßig 92% mehr wie aus dem Jahr 2019. Also aktuell Q1-24 Top-Werte, alle am All-Time-High. Vor der Steuer, nach der Steuer auch am höchsten Wert aktuell All-Time-High, Zuwachs von 77%. Freie Cashflow von 48% Zuwachs, auch aktuell liegen wir wieder über dem Nettoumsatz mit dem freien Cashflow. Hier waren wir knapp drunter, ist auf alle Fälle auch ein gutes Zeichen. Bargeldbestand, Zuwachs auf der Aktivseite 42%. Hier haben wir nochmal die Umsatzentwicklung. Grafisch ging es hoch, 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 hoch. Nettomäßig ging es hoch, dann wieder runter, runter, hoch und wieder hoch. Das heißt auch, wir sehen, der Umsatz ist zwar regelmäßig gestiegen, jedes Jahr, aber nettomäßig haben wir einen Knick im Jahr 2022, wo es runterging. Nun liegen wir auf alle Fälle am höchsten Wert in der aktuellen Q1-24, vier Quartal zusammengezählt. Mal sehen, wie Q2, 3 und 4 aussieht, wie das ganze Jahr 24 abgeschlossen wird. Hier haben wir die Earnings per Shares. Steigerung hier höher wie nettomäßig aufgrund der Stückzahlreduktion. Auch freie Cashflow haben wir hier mit 62% Zuwachs. Auf alle Fälle mal sind wir hier auch aktuell Earnings per Share mäßig, freie Cashflow mäßig pro Aktie am höchsten Wert. Die Marge, also Cross Margin und Betriebsergebnismarge. Wir sehen, Rohertragmäßig haben wir eine Steigerung. Auf alle Fälle sehen wir, den höchsten Wert hatten wir im Jahr 21 mit 47% fast. Nun liegen wir auf alle Fälle mit 39% unter dem 5-Jahres-Durchschnitt, der liegt bei ca. 44%. Und betriebsergebnismäßig die Marge vor Steuern und Zinsen haben wir den höchsten Wert auch im Jahr 21 gehabt. Aktuell liegen wir sogar über den 5-Jahres-Durchschnitt mit 17%. Und Profit Margin, also Netto-Marge, was überbleibt vom gesamten Umsatz, höchster Wert im Jahr 2020. Nun liegen wir knapp unter dem 5-Jahres-Durchschnitt, aber nur sehr leicht. Freie Cashflow ist aktuell, 5-Jahres-Durchschnitt liegen wir aktuell drüber mit 8,5% über dem 5-Jahres-Durchschnitt. Auf alle Fälle sehen wir hier positiver Wert, freie Cashflow ist größer. Wir haben auch den Netto-Umsatz, der wieder am höchsten Wert ist. Und wir sehen, dass der freie Cashflow größer ist wie der Nettoumsatz. Auf alle Fälle mal sehr gute Zeichen. Die Bilanzsumme, Passivseite. Wir sehen, dass die Schulden sich um 82% erweitert haben in dieser Zeitperiode vom Jahr 19 bis Q1-24. Die langen über einem Jahr um 95% und die kurzen, die einen sehr hohen Wert ausmachen, mit 86% Zuwachs. Das Eigenkapital hat aktuell nicht den höchsten Wert. Den höchsten Wert hatten wir im Jahr 21, aber wir haben eine Steigerung in dieser Zeitperiode von ca. 22,6%. Die Aktienstückzahl wurde um 8,8% reduziert und der Buchwert pro Aktie ging um ca. 34% nach oben. Aktuell der Buchwert pro Aktie bei 19,35 US-Dollar. Hier mal die Verschuldung. Wir sehen hier, Verschuldung ging hoch, 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 höchster Wert und das Eigenkapital hoch, hoch, runter, hoch und wieder runter. Wir sehen, diesen höchsten Wert haben wir aktuell noch nicht übertroffen. Wir liegen aktuell drunter. Mal sehen, wie Q2, 3 und 4 aussehen werden und das ganze Jahr 24.
Die Bilanzsumme ging auch immer schön nach oben. Wir haben auch immer den höchsten Wert aktuell von der Bilanzsumme. Und das Eigenkapital haben wir schon gesehen. Höchster Wert war im Jahr 21. Aktuell liegen wir drunter. Also mal sehen, wie die anderen drei Quartale werden. Kreditwürdigkeit, also die Eigenkapitalquote an der Bilanzsumme, ist auch sehr wichtig. Da hatten wir im Jahr 19, waren wir hier über 30%. Ab 20 waren wir immer unter 30%. Aktuell haben wir den tiefsten Wert von 24,8%. Wir sehen aber hier, also das Betriebsergebnis zu langer Bindlichkeit und der freie Cashflow zu langer Bindlichkeiten ist immer unter 3. Da haben wir immer sehr gute Werte gehabt. Und im Jahr 19 war auch die Kreditwürdigkeit auf alle Fälle sehr gut. Aktuell Eigenkapitalquote ist zu gering, unter 30%. Die letzten Steigerungen, Wachstum oder Schrumpfung, Dividende zahlen Sie ja keine, aber das Eigenkapital wurde um 5,6% per anno gesteigert und der Nettoumsatz, Abzüge Steuern und Zinsen, um 14,6%. Falls euch dieser Content mit den ganzen Zahlenvergleich gefällt, könnt ihr den Kanal gerne abonnieren, denn umso mehr Abonnenten ich habe, umso mehr strahlt YouTube meine Videos und andere Zuseher aus und andere Zuseher werden informiert, dass ich einen Kanal habe und ich Finanzvideos mache. Und ich sage schon mal Dankeschön. Hier haben wir die Finanzdaten, abgeschlossenes Geschäftsjahr 2023, letzten vier Quartale und wir sehen auf alle Fälle, Return on Invest ist auf alle Fälle aktuell besser, Return on Asset zur Bilanzsumme auch besser, Return on Capital Employment ist auch höher und auch Return on Equity mit fast 21% liegen wir nun besser wie aus dem Jahr 23. Aber wichtig, in dem Trailing 12-Month-Ergebnis sind auch die letzten drei Quartale vom Jahr 23 drinnen. Darum ist wichtig, was kommt jetzt, die nächsten Quartale. Das Preis-Sales-Verhältnis ist auf alle Fälle auch günstiger mit 2,2, aber wir liegen aber 120% über den Umsatz pro Aktie mit dem Aktienkurs aktuell und das Preis-Buch-Verhältnis mit 3,2 liegen wir 226% über den Buchwert pro Aktie. Unter 3 wäre sehr gut. Die Langerbindlichkeiten zum Eigenkapital. Das Eigenkapital ist größer, das haben wir schon gesehen, aber zur Gesamtverschuldung ist das Eigenkapital kleiner. Wir sehen hier den aktuellen Kurs an der Börse, hier die Marktkapitalisierung und hier das Enterprise Value. Das ist der Gesamtbetrag mit der Marktkapitalisierung und Nettoverschuldung. Also die ganze Passivseite minus Eigenkapital minus Bargeldbestand. Hier haben wir die Earnings per Share Trailing 12 Month, die liegen circa bei 4 US-Dollar. Das KGV mit 50,8 wäre auf alle Fälle mal in the line. Auch zum freien Cashflow aktuell aus der Bilanz 23 mit 16,5 auch sehr gut. Dividende zahlen Sie ja keine, darum hier 0. Auch im 5-Jahres-Durchschnitt mit den 3,03 Earnings per Share liegen wir unter 22,5. Das Verhältnis ist auf alle Fälle auch sehr gut. Könnte aber, wenn der Kurs weiterfällt oder die Earnings per Share besser werden, sinkt dieser Wert und er wird besser. Mit dem freien Cashflow liegen wir auf alle Fälle sehr gut mit dem 15,9er Faktor. Hier haben wir den Monatsstart von der PayPal-Aktie und wir sehen auf alle Fälle mal sehr groß, dass wir MACD-technisch hier im Aufwärtstrend sind, aber immer noch unter der Null, also eher noch abwärts gerichtet. Wir befinden uns auch unter dem gleitenden Durchschnitt aktuell, aber wir sind wieder im Innenstab drinnen. Das war hier eine Widerstandszone, ist jetzt eine Unterstützung, also die 60 US-Dollar. Und hier droben ist der Widerstand bei circa 77 US-Dollar. Das heißt, wenn wir dort rüber rausgehen, hätten wir auch den gleitenden Durchschnitt überwunden und sind dann höher bei circa 80 US-Dollar oder wir schießen sogar hoch auf 88 und können dann, wenn wir hochschießen, diesen Bereich wieder testen. Schlusskurs technisch dann über 80 wäre optimal. Bleiben wir in diesem Außenstab, können wir hin und her laufen und wir können auch wieder nach unten durchbrechen auf die 51 und dann wieder im Außenstab Monatsschlusskurs wieder drinnen schließen. Oder wir haben dieses Szenario dann wieder und wir prallen dann ab. Auf alle Fälle ist zurzeit auf Monatsbasis mal okay. Wir haben den Außenstab wieder erobert vom Mai 2023. Ist auf alle Fälle mal ein gutes Zeichen, denn die 60 US-Dollar, wenn die Zone hält, wäre das gut für höhere Kurse. Im Wochenchart werden wir mehr sehen. Hier haben wir die Finanzdaten aus der Bilanz 23 und dem 5-Jahres-Durchschnitt. Da wären die fairen Werte aus
Earnings per Share und Buchwert 40,40 US-Dollar mit den niedrigen Earnings per Share mit dem 5-Jahres-Durchschnitt bei ca. 36 US-Dollar. Vom Nettozuwachs aktuell bei 57, da werden wir unter der 60-Dollar-Zone, das heißt, wir sind nicht weit entfernt vom Fernwert, aus dem Umsatz 2023 und vom 5-Jahres-Durchschnitt wären 46. Vom freien Cashflow 57 aus dem Jahr 23 und 5-Jahres-Durchschnitt 60 US-Dollar. Da haben wir die untere Linie vom Außenstab aus dem Sommer Mai 2023. Hier haben wir die Q1 24er, faire Werte. Wir sehen hier die höheren Earnings per Shares, freier Cashflow auch höher, über die Earnings per Shares, sehr gut. Das Preis-Buchfeld mit 3,2 ist über 3, ist auf alle Fälle teuer. Fairer Wert aus diesen beiden Werten wäre 42 US-Dollar und wichtig, vom Nettozuwachs 60 Dollar, vom freien Cashflow sogar 70 Dollar. Das heißt, wir befinden uns genau jetzt in der Mitte dieser beiden fairen Werte und das ist auch der Außenstab auf Monatsbasis vom Mai 23. Vorausschau, Simulation. Falls die Earnings per Share um 10% per anno hochgehen, der freie Cashflow um 6,8 und das Eigenkapital um 4,9%, haben wir im Jahr 2028 einen fairen Wert aus diesen beiden Werten von 61 US-Dollar, vom Nettozuwachs wären es 100 US-Dollar und vom freien Cashflow auch ca. 100 US-Dollar. Das heißt, wir haben auf alle Fälle Luft nach oben. Und wenn das 24 Jahre geschlossen wird, sehen wir hier, haben wir da wird 66 US-Dollar aus den Earnings per Shares mit 4,4 US-Dollar, vom freien Cash mit 5 Dollar wären es 75. Das heißt, wenn die 75 kommt, haben wir den Außenstab auf Monatsbasis nach oben durchbrochen, was sehr gut ist. Hier sehen wir auch, auf alle Fälle hat PayPal eine Goodwill-Position mit 10,9 Milliarden US-Dollar. Das heißt, das Eigenkapital wäre nur 9,7 Milliarden US-Dollar. Und wir sehen hier den Buchwert dann fast bei 7. Denn der Buchwert pro Aktie wäre 9,14 US-Dollar. Und der fairer Wert aus diesem hohen Faktor wäre 29 US-Dollar. Da wäre es noch 100%, also 50% Kursverluste bis auf diesen fairen Wert. Aber die Goodwill-Position besteht ja noch. Auf der Aktivseite wurde auch nicht abgeschrieben. Aber man soll sie auf alle Fälle mal im Kopf behalten. Vorausschau. Falls eben das Eigenkapital um 5% per anno hochgeht und die Earnings per Share, wäre der faire Wert aus 29 US-Dollar dann bei 41,7 US-Dollar im Jahr 28, wenn die Goodwill-Position abgeschrieben werden muss. Aktuell ist sie noch auf der Aktivseite als Posten registriert. Hier haben wir den Wochenchart und im Wochenchart sehen wir auch, wir haben hier detaillierter einen Außenstab, der nun auch in dem wir uns nun auch befinden, immer schlusskurstechnisch. Und das heißt für mich mal eher abwarten. Wir sind auf alle Fälle auf Wochenbasis im bullischen Sektor, aber es könnte nur eine Kreuzung runtergehen. Also wir haben jetzt eine wichtige Zone aktuell. Fällt der Kurs wieder runter, geht es auch hier wieder runter. Und das wäre nicht gut. Denn dann könnten wir die 51,39 wieder antesten. Optimal wäre, wenn wir die 55 bleiben. Oder wie auf Monatsbasis vom großen Außenstab schlusskurstechnisch wieder immer über 60 Dollar bleiben. Monatsbasis. Kaufsignal wäre der Ausbruch aus diesem Höchstkurs wäre optimal, damit wir hochlaufen können auf die 71. Und das wäre der nächste Widerstand dann, das nächste Hoch bei ca. 77. Das wäre auch die obere Range vom Außenstab, den wir im Sommer 23 hatten. Also mal abwarten. Wir laufen hier seit Jahresanfang seitwärts in diesen großen Außenstab. Also mal Geduld haben. Auf alle Fälle haben wir nicht tiefere Kurse mehr gesehen, denn das war das Tief mit 52 US-Dollar aktuell. Conclusion, Fazit. Wir sehen, höchster Wert umsatztechnisch ist auf alle Fälle mal sehr gut. Steigerung von ca. 72%. Nettomäßig auch höchster Wert. Steigerung von 77%. KGV ist auf alle mit 15,8 in the line. Da könnte der Wert noch niedriger werden, aber ist unter 205, ist auch auf alle Fälle mal akzeptabel. Die Profit Margin ist auf alle Fälle auch sehr gut, liegen aber unter dem 5-Jahres-Durchschnitt.
Und diese Werte sind besser als die 23er Bilanzdaten, aber wir haben hier drei Quartale aus dem 23er Jahr noch in der Berechnung. Das heißt, es fehlen ja noch drei Quartale. Und das ist auch sehr gut. Wir liegen hier über den Buchwert, aber 122%, aber unter 3 und da liegen wir um 0,26 Punkte über den Dreierwert. Also mal sehen, wenn die Umsätze weiter steigen, sinkt dieser Wert und das Eigenkapital pro Aktie höher wird oder die Stückzahl der Aktien weniger werden, sinkt dieser Wert. Wir sehen schon hier im Chart, wie besprochen, ist hier der große Außenstab und in diesem Außenstab befinden wir uns nun und wir laufen hier schon länger seitwärts und befinden uns auch unter dem gleitenden Durchschnitt. Wenn wir dort rüber gehen, wäre es optimal, dann kaufen die Amerikaner wieder mehr ein, denn die Amerikaner handeln sehr viel nach gleitenden Durchschnitten. Hier findet ihr ein weiteres Video von mir. Viel Spaß beim Anschauen!